Okay, dann fahre ich jetzt nicht. Warum? Ist ja vorbei, oder? Ja, grüße euch, liebe Oberndorfer. Freut mich, dass ich da heute auch kurz die Gelegenheit bekomme, was zu sagen. Wer mich vielleicht noch nicht kennt, mein Name ist Yasin Schwarz. Ich komme aus Wien, bin 41 Jahre alt, war 7 Jahre lang selbstständig im Bereich Sicherheitstechnik und über 30 Jahre lang im Sport tätig. Als ich meine Gewerbeprüfung abgelegt habe, hat uns die Innung eines eingebläut. Und zwar, macht niemals Geschäft mit der Angst eurer Kunden. Das macht aber unsere Bundesregierung. Und ich sage euch, ihr braucht keine Angst zu haben. Niemand tut euch was. Und weil da gerade ein paar Fragen waren, wie muss ich mich impfen lassen, muss ich mich testen lassen? Ich stelle eine Gegenfrage. Wollt ihr euch testen lassen? Nein! Wollt ihr euch impfen lassen? Nein! Dann bitte tut es einfach nicht und sagt auch zu diesen Herren, die zu euch kommen, einfach nein. Sie haben absolut kein Recht, euch in irgendeiner Art und Weise zu berühren oder zu vergenusswursteln, irgendeinen behinderten Test zu machen, der nichts aussagt. Ja? So ist es. Liebe Leute, es ist Zeit aufzustehen. Ja? Für euch selbst, für eure Kinder, für eure Großeltern, für die Armen, für die Schwachen und für die Alten. Denn die haben im Moment überhaupt keine Stimme. Ja, wir können da herkommen und darüber diskutieren und auf eine Demo gehen. Viele alte Menschen sind zurzeit in Quarantäne und dürfen ihr Seniorenheim nicht verlassen. Ja. Wir müssen mehr Gas geben. Deswegen bin ich heute auch mit meinen Jungs aus Wien hierher gekommen. Ja? Ich sage euch was. Es hat uns niemand eingeladen. Ja? Wir sind einfach gekommen. Und ich sage euch, wir müssen aktiver werden. Denn die Zeit läuft uns ab. Die Regierung drückt permanent auf die Angst- und Paniktaste. Und je länger diese Geschichte voranschreitet, umso schwieriger wird es wieder rauszukommen. Deswegen mein Appell an euch, vernetzt euch, informiert andere Menschen über Veranstaltungen, nehmt sie mit auf diese Veranstaltungen, das ist nämlich erste Bürgerpflicht. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Im Moment gibt es nichts Wichtigeres, als Leute zu informieren, dazu bewegen, hierher zu kommen und zu sehen, wie viele Menschen es eigentlich schon sind, die diesen Schwachsinn satt haben. Ich nehme an, es gibt viele Eltern heute hier. Ja? Ich habe einen ganz besonderen Freund mit, der hat auch zwei Kinder. Diese Kinder sind maskenbefreit in der Schule und die wurden diskriminiert. Das ist der Cosmin. Der hat zwei Kinder, 7 und 9 Jahre alt. Die wurden diskriminiert in der Schule, durften nicht am Singen teilnehmen und so weiter. Und ich finde, er hat was ganz Cooles gemacht. Ja? Er hat sich einfach die Direktorin zu sich geholt und die Lehrer. Hat ein Gespräch eingefordert, die haben dann herumgewurschtelt, wie immer, und sie müssen irgendeine Lösung finden. Und dieser junge Mann steht auf für seine Kinder und hat gesagt, Strafgesetzbuch, das ist die Lösung. Ich mache sie persönlich dafür verantwortlich, wenn meine Kinder einen psychischen Schaden davontragen oder sonst in irgendeiner anderen Art und Weise diskriminiert oder anders behandelt wird. Und liebe Menschen, das ist unsere Pflicht. Wenn ihr es euren Kindern nicht vorlebt, wie werden die jemals den Mut haben, für sein Recht, für ihre Rechte und für ihre Freiheit einzustehen? Wir müssen ihnen das vorleben. Und ich sage euch noch was, wenn wir nicht alle, wie wir da sind, für unser Recht und für unsere Freiheit einstehen, dann wird das niemand anderes für uns tun.
Es gibt keinen Erlöser und wir brauchen auch keinen Erlöser, wenn wir selbst alle unseren Hintern bewegen und endlich laut und deutlich Nein dazu sagen. So ist es! Die Zeit des Postens und Nachrichten verbreiten ist auch vorbei, liebe Leute. Ja? Die Infos sind in allen Kanälen verfügbar. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns schleunigst bewegen. Ja? Ich sage euch was, viele Leute aus Salzburg, ich habe guten Kontakt hierher zum Glück, auch nach Linz, der Stephen Weibro ist auch da, wer ihn kennt. Ja? Wir Jungs vernetzen uns auch. Ja? Ich bin auch ganz am Anfang im Publikum gestanden und habe mir immer gedacht, meine Güte, da stimmt was nicht, da muss doch wer was tun. Ja, hat niemand was getan, dann mach's halt ich. Ja? Und das könnt ihr alle. Ja? Ihr könnt auch Infoabende veranstalten. Ihr könnt bei wir machen das in Wien jede Woche. Wir haben jeden Sonntag einen Infoabend, wo wir neue Menschen einladen, wo wir sie informieren, wo wir ihnen Informationen zutragen und auch sagen, wo die nächsten Veranstaltungen sind und wie sie sich einbringen können. Jeder kann was anderes machen. Ja? Werfen wir all unsere Fähigkeiten zusammen in einen Topf und gehen oder marschieren, wie man es halt auch nennen möchte, voran. Es muss jemand vorangehen. Jetzt werde ich in Salzburg oft, also die meisten Rufe kommen aus Salzburg und viele Menschen wollen eine Demo. Wir machen diese Demo. Ja? Wir arbeiten im Hintergrund schon sehr lange daran. Ja? Das wird eine österreichweite Demo. Da kommen die Linzer, da kommen die Wiener, da kommen die Innsbrucker, da kommen die Bregenzer, die Grazer, die Eisenstädter und die Klagenfurter. Da kommen alle. Ja? Und warum? Weil wir sie rufen. Wir alle rufen sie. Und ich sage euch gleich was vorweg. Sollte diese Demo nicht genehmigt werden, kommen wir trotzdem. Wir brauchen niemand, um Erlaubnis zu fragen, um unser Recht auszuüben. Das muss einmal gesagt sein. Das kann uns kein Herr Kurz, kein Herr Angstschober und wie sie alle hassen, die Figuren. Das kann uns niemand verbieten. Ganz wichtig, lernt oder Punkt 1, lest die Verordnung durch. Und nicht nur einmal drüber fliegen, sondern lest sie 5-mal durch, lest sie 10-mal durch. Wer nämlich die Verordnung kennt, weiß, es gibt keine Maskenpflicht. Das wollen die uns einreden, dass es eine Maskenpflicht gibt, aber es gibt keine Maskenpflicht. Ich möchte frei atmen und wer möchte mir das bitte schön verbieten? Dein gottgegebenes Recht. So ist das, dein gottgegebenes Recht, frei zu atmen. Lest die Verordnung und ihr werdet sehen, da gibt es Hintertüren. In jeder Verordnung gibt es Löcher. Und wenn man die ein paar Mal gelesen hat, dann findet man diese Löcher. Und dann kommt man aus jeder Situation. Ich kann euch sagen, es wurde versucht, mich aus dem Bus zu werfen. Ich bin aus der Westbahn geflogen. Ich wurde in der Westbahn verhaftet, weil ich ohne Maske drin gesessen bin. Von 8-Wega-Beamten, der Dr. Schießler war sogar am Telefon. Und was ist passiert? Nix. Ich stehe heute da, mir wurde kein Haar gekrümmt. Ich sage euch, es kann euch nichts passieren, wenn ihr die Gesetze kennt, wenn ihr die Verordnung kennt. Das ist ganz wichtig, wenn diese Menschen auf euch treffen und sehen, ihr seid informiert und ihr kennt euch aus, dann lassen die von euch ab, weil die haben nämlich keine Ahnung. Die haben sich noch nie die Verordnung durchgelesen. Die kennen auch nicht die Gesetze, Nötigung, Diskriminierung. Ja? Das sind Paragraphen, die ihr euch ganz, ganz schnell anschauen solltet und auch lernen solltet. Gut, ich komme zum Ende. Ich möchte euch zum Abschluss noch einmal sagen, steht auf, habt Mut.
traut euch, euer Recht auszuüben. Wenn andere Menschen sehen, wie mutig ihr seid, Mut ist ansteckender als jedes Virus. Glaubt es mir. Ich erlebe das jeden Tag. Jetzt erkennen mich ein paar Menschen schon und wenn sie mich sehen, reißen sie sich die Maske aus dem Gesicht und sagen, jetzt kann ich endlich ohne Maske Zug fahren, einkaufen, was auch immer. Das hat aber in Wirklichkeit mit mir nichts zu tun, das könnt ihr so auch. Ja? Das könnt ihr so auch. In diesem Sinne, habt Mut, steht auf, vernetzt euch und werdet aktiv. Das ist ganz wichtig. In diesem Sinne, du hast noch eine Frage, bitte gerne. Wo steht das drin mit den ganzen Verordnungen? Wo man das da gibt es die Seite Rechtsinformationsservice, da kann man sich das anschauen, da gibt es alle Urteile auch vom Verfassungsgerichtshof und wenn du es eingibst in Google oder nimm da besser eine andere Suchmaschine, da gib einfach ein Covid-19-Verordnung und du findest das. Ja? Ist nicht so schwierig, findet man alles im Internet. Also in diesem Sinne, habt Mut, steht auf und wir beenden gemeinsam diesen Schwachsinn. Dankeschön.